Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Designvideo. Ja, heute geht es hier um diese schönen vielen Frühlingsblumen. Die habe ich mit den Watercolors gemacht. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch im Video. Also bleibt dran, meine Lieben. Bis gleich. So, meine Lieben, als allererstes zeige ich euch jetzt mal, was ich für die Aquarelltechnik mit den Watercolors oder Inkfarben, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, benutzt habe. Einmal habe ich hier diesen Pinsel, den habe ich auch aus Lenny's Shop. Ich verlinke euch wie immer auch alle Produkte unten in der Infobox. Ihr braucht ein Schablonenpapier oder so eine kleine Tüte oder was auch immer, wo ihr eure Inkfarben, Watercolorfarben, wie auch immer, drauf tupft. Einmal Cleaner und eine Serviette. Und dann, wie gesagt, eine Farbe eurer Wahl, was ihr braucht. Und euer Farbgel, welches ihr als Design-Untergrund haben wollt. Ich habe mich jetzt hier für das Marshmallow entschieden. Das ist aus der neuen Linny-Box. Die verlinke ich euch ebenfalls unten in der Infobox, falls sie nicht bis dato schon wieder ausverkauft ist. Und das Video zur Linny-Box verlinke ich euch auch unten oder oben beim i. Dann tragen wir einmal unser Farbgel auf. Das dann einmal in die Lampe aushärten lassen. Derweil die Farbe in der Lampe ist, können wir den Rest schon vorbereiten. Lass meinen Pinsel wieder sauber machen. So. Ich nehme jetzt hier das Purple und gebe mir das einfach hier auf die Folie und ihr seht, es verläuft total viel. Das verläuft allerdings auch mittlerweile so viel, weil da schon einiges auch an Cleaner mit drauf ist, weil ihr werdet jetzt sehen, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier meinen Dispenser mit dem Cleaner, da habe ich dann immer schon oben ein bisschen in dem Dings drinne und feuchte da meinen Pinsel mehr oder weniger an. Ja, ich werde jetzt noch eine Linie ziehen mit dem Schwarz. Die für ein paar Sekunden in die Lampe. Also wie gesagt, da ist der Cleaner drin und da feuchte ich dann meinen Pinsel an. Das stelle ich jetzt mal aus der Kamera raus, damit ich beim Malen in der Kamera bleibe. Wie gesagt, anfeuchten und dann ein bisschen. Ihr seht ja, das ist schon wieder angetrocknet, aber das ist nicht schlimm. Wenn man mit dem Cleaner kommt, kann man das ganz wunderbar wieder anlösen. Und dann macht man im Prinzip nichts anderes wie bei der Aquarelltechnik. Ich habe noch ein bisschen zu viel Flüssigkeit und zu wenig Farbe drauf. Setzt sich kleine Punkte. Aus der die Blumen entstehen sollen. Drehe ich mal. Und wenn das zu wenig ist, dass man da zu wenig Farbe hat, dann ist das nicht weiter schlimm. So, und dann gehe ich hin und reinige erstmal ein bisschen den Pinsel, mache den feucht, tupfe den ab,
Man braucht nicht viel Flüssigkeit dafür, sonst verläuft es zu sehr. Und dann geht man im Prinzip in die Mitte rein und verstreicht das so ein bisschen. Jetzt ist das Ganze doch ein wenig zu trocken. Ja. Hier war das so der typische Vorführeffekt. Mir fehlt irgendwie Farbe. Mal da noch ein bisschen Farbe reinmachen. So. Wieder abtupfen. Nicht gar so viel Cleaner mitnehmen. Und dann nach links und rechts so ein bisschen verwischen. Und nach hinten ziehen. Je nachdem, wie man das Blättchen haben möchte. Und so könnt ihr im Prinzip ganz einfach eure Blümchen mit den Watercolors gestalten. Ist euch das zu wenig Farbe, nehmt ihr einfach ein bisschen Farbe auf. Und dann einfach nach hinten auslaufen lassen. Und wie gesagt, wenn euch das zu wenig Farbe ist, könnt ihr da ruhig noch mal welche nachholen. Und dann einfach neu auseinanderziehen. So. Und dann könnt ihr einfach euch den nächsten, das nächste Blümchen setzen. Auch immer erst wieder so kleine Pünktchen setzen. Wie schon ein bisschen so wie Dreiecke im Prinzip. Und dann einfach mit dem Pinsel auseinanderfächern. So wie ihr es haben wollt. So. Wenn euch das halt wie gesagt zu wenig Farbe ist, ihr könnt diese Farbe auf diesem auf der Folie mit Cleaner wieder anlösen, sozusagen. Und dann einfach auftupfen und auseinander fächern mit dem Pinsel. So. Ich hoffe, ihr könnt das alles ganz gut wunderbar sehen. Ich habe nämlich jetzt gerade ehrlich gesagt mal nicht auf die Kamera geachtet. Und habe tatsächlich mal nur gemalt. Ja, und so könnt ihr das dann im Prinzip, ne, auseinanderfächern. Und mit der Farbe dementsprechend
Setzen wir noch hier zwei Stück hin. Und je nachdem, wie intensiv ihr das haben wollt oder wie viel Farbe ihr, wie aquarellig es sein soll, könnt ihr das natürlich, jetzt reicht da irgendwo, könnt ihr das individuell natürlich dann auch verarbeiten. Da ist ja wie immer auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Setzen wir jetzt hier noch mal so ein Pünktchen hin. Und ziehen das so auseinander. So. Und dann setzen wir da unten noch was hin. Wie gesagt, da habt ihr wirklich freies Spiel. Da könnt ihr so, wie ihr möchtet, das mit Cleaner probieren und so. Und dann sieht das so aus. Dann kann man das jetzt das Ganze noch ein bisschen aufhübschen. Hier das Fairy Dust. Das ist ja dieses Glitzergelchen da. So, da kann man jetzt den Blüten zum Beispiel noch eine schöne Mitte geben, was halt ein bisschen glitzert. Ne? Das dann einmal kurz in die Lampe. So, dann schieben wir den mal in die Lampe. Hier haben wir jetzt das. Und jetzt versiegeln wir das Ganze. Gut trocknen lassen immer. Und dann könnt ihr das auch super gut versiegeln. Es gibt manche Versiegler, die verschlieren das hier tatsächlich. Also da muss man dann echt super aufpassen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass der Mattversiegler, total die Schlieren reinzieht. Und um das zu vermeiden, gehe ich meistens hin und versiegel einmal mit dem Highgloss, weil der macht keine Schlieren rein und der verwischt das auch nicht. Man muss es halt echt gut trocknen lassen und dann möglichst auch ohne Fusseln und Haare. Fürchterbar. Und ja, wie ihr seht, der zieht halt keine, der löst die Farbe jetzt quasi nicht wieder vom Tipp ab. Da quasi, da war wieder mein Lieblingswort. Und es bleibt halt trotzdem drauf. So, jetzt schicke ich das gerade in die Lampe. Der kleine feine Tipp ist fertig. Den haben wir ausgehärtet. So, jetzt, wo ist es da oben? Nehme ich mir, ich mache den jetzt mal hier hin. Da oben ist mir zu viel Farbmix drin. Das machen wir mal zu. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Jetzt machen wir die Blume etwas größer, machen wir es etwas anders. Den Pinsel reinigen. Das ist irgendwie blau drin, aber kommt auch nicht mehr raus. So, jetzt dann. Bisschen Farbe aufnehmen und so einen kleinen Kelch machen, nebendran noch einen
dann eventuell noch hier einen hin. So, dann wieder Pinsel befeuchten. Und das Ganze. Ausfächern und ausstreichen. Dann haben wir hier einmal ein ganz zartes, süßes Aquarell. Blümele. So, und da werden wir dann jetzt auch, habe ich das schwarze Farbgeld schon wieder weggeräumt? Ja, ganz ordentlich, wie ich bin. Habe ich es wieder weggestellt. So, und dann werden wir auch hier mit dem Schwarz und meinem Pinselchen. Das wäre dann das. Das können wir dann in die Lampe schicken zum Aushärten. Und hier haben wir dann einmal die kleinen Aquarellis, die wir gemacht haben. Das ist im Prinzip, also im Prinzip das Geheimnis, beziehungsweise das, womit ich es mache, mit diesem Pinsel halt hier. Und wie gesagt, ich habe hier, ihr seht ja, ich habe hier schon zigmal die Farben drauf gehabt und ich aktiviere die im Prinzip immer wieder, indem ich meinen Pinsel nass mache und die dann, weil so sind sie total trocken. Aber wenn man den Pinsel eintunkt und dann wischt, dann kann man die Farbe wieder aktivieren und dann hat man sie auch im Prinzip ja auch wieder auf dem Pinsel. Ne? So. Und von daher, ich finde das schon cool, so muss man nicht immer die Flasche wieder aufschrauben, muss sich wieder was rausholen und so. So hat man das dann gleich drin. Hier haben wir das auch, so ein zartes Aquarellblümchen. Jetzt gehen wir hin und machen da noch so ein Glitzer bisschen rein. Das. Wie gesagt, bei den Versiegelern, da müsst ihr echt gucken, dass ihr einen erwischt, der euch die Farbe nicht wieder vom Tipp ablöst. Das, was ich damit gemacht habe. Hier habe ich es auch matt versiegelt. Da habe ich zuerst halt eben auch mit Glanz versiegelt und dann matt versiegelt, damit ich keine Schlieren drin habe. Und ich zeige euch mal einen Tipp, wo ich das nicht gemacht habe. Hier zum Beispiel ist nicht ganz so gut zu erkennen, aber man sieht, ich komme ein bisschen näher ran, dass ich hier so Schlieren drin habe, die so nach unten gehen, das sieht man. Da habe ich matt versiegelt und habe halt die Watercolors wieder vom Tipp gelöst. So, jetzt haben wir das hier ausgehärtet. Und ja, das haben wir jetzt zusammen gezaubert. Und ich finde es echt, ich finde das so eine coole Sache, weil ich meine, man kann Aquarell natürlich auch mit Acrylfarbe machen. Habe ich ja auch schon gemacht. Gibt es auch ein Video über die Farben. Die habe ich auch noch hier und die sind auch einsame Spitze. Aber ich fand das halt irgendwie auch, also ich komme damit besser zurecht. Momentan, weil ich halt auch wieder aus der Übung bin, was Acrylfarbe angeht. Wer mich kennt, der weiß auch, dass ich ja mit Acrylfarbe auch schon One-Stroke gearbeitet habe und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das hier ist halt einfach die etwas einfachere Variante, weil man halt eben dadurch, dass man das mit Cleaner verarbeiten kann, finde ich es etwas einfacher, weil es trocknet zwar auch weg, aber man kann es immer wieder, ja, ich sag mal, aktivieren und bearbeiten, so lange schieben und schubsen, bis man es so hat, wie man es gerne haben möchte.
Und das ist halt bei Acrylfarbe nicht ganz so einfach. Wenn die dann mal angetrocknet ist, kann man sie zwar mit Wasser auch wieder ein bisschen lösen, aber es bleibt immer ein gewisser Rand da, der dann einfach nicht mehr weggeht. Und das ist halt jetzt bei diesen Watercolors oder bei den Inkfarben, wie sie auch immer überall heißen, eben nicht der Fall. Man kann die so lange wegschubsen und schieben und wenn es einem gar nicht gefällt, kann man mit Cleaner hingehen und kann das Blatt im Prinzip auch wieder komplett wegnehmen. Und aus dem Grund habe ich das halt eben damit gemacht, weil ich es halt echt einfacher finde. Und mir macht das mega Spaß. Ich werde bestimmt jetzt hier aus diesen zwei noch ein komplettes Design zaubern oder dazu machen und werde euch das dann wahrscheinlich hier hinten dran als Foto noch einblenden. Und ich sage, wie immer, ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, ich konnte euch damit einfach wieder ein bisschen Idee geben und würde mich freuen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr das nachgemacht habt oder auch gearbeitet habt, könnt ihr das gerne bei mir auf der Facebook-Seite in die Kommentare drunter setzen und darüber freue ich mich. Wie gesagt, ist kein Muss, ich freue mich drüber und ansonsten sage ich wie immer Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, meine Lieben.